1933 begannen die Nazis, Bücher ihnen verhasster Autoren zu verbrennen. Unter ihnen waren auch die Bücher Heinrich Heines. Heine hatte schon mehr als 100 Jahre zuvor die prophetischen Worte gesprochen: Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Er behielt Recht. Nur an einem einzigen Text dieses deutschen Dichters jüdischer Herkunft wagten sie sich nicht heran. Das Gedicht Die Lorelei wurde mit dem Vermerk Dichter unbekannt weiter abgedruckt.